Lieber Herr Generalsekretär, lieber Alexander, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage zunächst Respekt und Dank für diesen hervorragenden Besuch unseres Kommunalkongresses. Wenn man an jedem Wochenende eine herausgehobene landesweite Veranstaltung der Christlich-Sozialen Union macht, wie letzten Samstag unseren kleinen Parteitag, voll besetzt mit bester Motivation und bester Laune, heute den Kommunalkongress wiederum voll besetzt und engagiert, dann zeigt, ist dies ein Ausweis für die Vitalität der Christlich-Sozialen Union, und die ist ja nur möglich mit Ihnen. Und dafür wollte ich mich bedanken, dass Sie auch diesen Samstag opfern. Sie hätten, weiß Gott, genug anderes auch zu tun. Aber dafür danke. Diese Partei kann nur leben, wenn sie die Frischluftzufuhr durch Sie erfährt. Und dafür wollte ich danken. Ich danke, dass auch eine ganze Reihe von herausgehobenen Verantwortungsträgern unserer Partei anwesend sind. Ich sehe unsere Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl. Das werden wir ja in einem nächsten großen kleinen Parteitag oder Delegiertenversammlung gleich nach Ostern machen, die Bundestagsliste aufzustellen. Und da wird dann die Gerda auch das Grundsatzreferat halten. Liebe Gerda Hasselfeld, als Vorsitzende der CSU-Landesgruppe und als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl und als enge Wegbegleiterin in Berlin, wenn es auf der Bundesebene um die Realisierung von kommunalpolitischen Anliegen geht. Liebe Gerda, herzlich willkommen. Ich grüße unseren Vorsitzenden der Landtagsfraktion, die ja pausenlos und in jeder Woche mit kommunalpolitischen Anliegen konfrontiert ist, also die gerade zu Ende gehende Woche beim Landesentwicklungsprogramm, und der für mich eine ganz große Stütze ist, wenn es darum geht, die Überlegungen der Staatsregierung in parlamentarische Mehrheiten umzuwandeln. Lieber Georg Schmidt, auch dir herzlich willkommen, dass du dir Zeit nimmst. Dann haben wir noch unseren Finanzminister, der nicht nur Kraft seines Amtes, sondern auch seiner Überzeugung für die Kommunen immer wieder seine Schatzkästlein öffnet, was den kommunalen Finanzausgleich angeht. Ich denke, ich komme darauf dann in meiner Rede zurück, man findet in der ganzen Bundesrepublik Deutschland kein vergleichbares Modell und keinen vergleichbaren Finanzausgleich, der sich mit Bayern auch nur annähernd messen könnte. Wir haben die Kommunen an der guten Lage des Freistaats Bayern insgesamt teilhaben lassen. Und ich begrüße deshalb einen Freund der Kommunen, unseren Finanzminister Markus Söder. Und schließlich noch unsere stellvertretende Generalsekretärin. Auch herzlich willkommen. Sie wird ja dann moderieren mit all den Leuten, auf die ich vielleicht noch in meiner Rede zurückkomme. Auch namentlich, liebe Doro Bär, es tut mir leid, dass ich dich aus der Maske vertrieben habe. Maske ist der Raum, wo man vor der Veranstaltung hergerichtet wird, um vorzeigbar zu sein für eine Veranstaltung. Bei mir war die übereinstimmende Meinung, sei das notwendiger als bei dir. Herzlich willkommen, Doro, fürs Erscheinen. Liebe Freunde, ich möchte jetzt nur ein paar Striche zeichnen, die im Hinblick auf die Kommunalpolitik aus meiner Sicht gesagt werden sollten. Wir haben ja vor, dass wir nicht mehr allzu lange einseitige Reden halten, sondern mehr miteinander in den Dialog, ins Gespräch kommen. Und diese Absicht möchte ich heute nicht durchkreuzen, aber ein paar Dinge müssen vorweg gesagt werden. Was immer wir heute diskutieren und in der Zukunft, muss uns eines klar sein,
zu realisieren ist dies nur, wenn die Bundesrepublik Deutschland auf dem Pfad der Stabilität und des Wachstums bleibt. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn dies nicht gewährleistet ist für die nächsten Jahre, dann kann es auch unseren Kommunen in Bayern nicht gut gehen. Das heißt, wir brauchen eine prosperierende Bundesrepublik Deutschland. Ich denke, die Kanzlerin hat gemeinsam mit dem Parlament und der Bundesregierung alles getan für die Stabilität und für das Wachstum. Deutschland steht blendend da. Man muss es nur mal vergleichen mit den nationalen Lagen, nicht nur der südeuropäischen Staaten, sondern man kann auch Frankreich heranziehen, um diese außerordentlich positive Lage richtig einzuschätzen. Die Gefahr besteht hier, dass der Linksblock in den Sumpf der Verschuldung und der Steuererhöhung abdriftet. Das größte Gift für Wachstum, für sichere Arbeitsplätze, für soziale Sicherheit. Und deshalb müssen wir in den nächsten Monaten schon klar machen, dass es im September um Grundentscheidungen geht. Eben die Fortsetzung unserer Stabilitätspolitik oder das Abdriften in diesen Sumpf von Steuererhöhungen in der Bundesrepublik Deutschland und einer Vergemeinschaftung der Schulden, die andere gemacht haben in Europa. Das ist die Alternative. Und deshalb kommt es auch in diesen Stunden darauf an, dass wir als Christlich-Soziale Union die von uns formulierten Bedingungen für Hilfen an andere in Europa in diesen Stunden einfordern, dass wir die von uns aufgestellten roten Linien beachten. Und unser Grundsatz, einer unserer wichtigsten Grundsätze, heißt schlicht und einfach Solidarität gegen Solidität. Und deshalb können wir unmöglich einer Hilfsaktion gegenüber Zypern zustimmen, wenn die Zyprioten nicht ihrerseits bereit sind, wie die Fachleute sagen, die Schuldentragfähigkeit herzustellen. Wir können nicht in ein Fass ohne Boden zahlen und wir bekommen auch nicht die Zustimmung der deutschen Bevölkerung zur Solidarität, wenn diejenigen, die die Ursachen für die Hilfsbedürftigkeit gesetzt haben, und es sind immer noch die Nationalstaaten, die um Hilfe bitten, wenn die Ursachen nicht angegangen und beseitigt werden. Und deshalb stimmen wir überein, Gerda und Markus und Alexander, dass wir in diesen Tagen, wo wir ja mit Berlin ständig im Kontakt sind, sehr großen Wert darauf legen, dass hier nichts vereinbart und keiner Sache zugestimmt wird, die faktisch zu einer Übernahme der Schulden durch Europa führt. Und innerhalb Europas ist es dann die Bundesrepublik Deutschland, die in der Zukunft diese Schulden zu bedienen hat. Das wollte ich zu Beginn gesagt haben, damit wir nicht ganz im luftleeren Raum diskutieren und uns bewusst sind, es kann auch in Bayern, selbst in diesem starken Bundesland, nur eine blühende kommunale Landschaft geben, wenn es gelingt, auch in der Bundesrepublik Deutschland diesen Stabilitäts- und Wachstumskurs fortzusetzen. Und der ist in der Europapolitik sehr stark darauf angewiesen, dass wir auf die Stabilität der Währung achten, dass wir nicht in das Nirvana von Schulden kommen und in unserem Lande nicht in Steuererhöhungen, wie sie ja vorgesehen sind, bei den Substanzsteuern. Das ist ein Gift für unsere Arbeitsplätze, wenn man jetzt wieder Vermögensteuer einführen möchte oder die Erbschaftssteuer erhöhen möchte. Das wollte ich als erste Bemerkung gesagt haben. Das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf haben, auch in der kommunalpolitischen Landschaft. Jetzt schaue ich nach halb links und sehe gerade die Landtagspräsidentin, die ich auch noch sehr herzlich begrüßen möchte. Das ist auch bemerkenswert, dass eine Landtagspräsidentin den Samstag für unsere Kommunalpolitiker einbringt. Herzlich willkommen, Barbara. Zweite Feststellung, die ich treffen möchte, das ist unsere gemeinsame und ganz besonders auch meine persönliche Überzeugung. So wie die Familie die Keimzelle der Gesellschaft ist, so sind die Kommunen die Keimzelle des Staates. Und meine Damen und Herren, für uns in Bayern, in allen Regionen Bayerns, wir unterscheiden nicht nach größeren und kleineren oder nach südlichen und nördlichen Kommunen, sondern es war das Wesen unserer Politik in all den Jahren, dass wir die Kommunen als Keimzelle des Staates begriffen haben,
meine Damen und Herren, aus unterschiedlichen Gründen, die Sie alle kennen. Der Georg Schmidt hat mir gerade gesagt, die Einzigen, die wirklich wissen, was im Leben jeden Tag real geschieht, sind die Kommunalpolitiker. Ich stimme dem ausdrücklich zu. Deshalb mache ich auch relativ viele Besuche in Landkreisen, in Kommunen, weil es gibt in der Politik keinen Ersatz für die Realität, für die Praxis. Da können Sie noch so viele Akten und noch so viele theoretische Erörterungen von Wissenschaftlern lesen am Schreibtisch. Das, was in der Praxis geschieht, meine Damen und Herren, ist eigentlich der Kompass für unser Handeln. Und die Praxis ist durch keine Theorie, und sei sie noch so akademisch und so hochwertig, zu ersetzen. Und deshalb ist für uns die kommunale Ebene so wichtig. Und ich betone noch einmal, überall im Land. Vor kurzem hat eine Süddeutsche Zeitung geschrieben, das gespaltene Land, und hat auf ein größeres Bild veröffentlicht, auf der linken Seite ein frühlingshaftes Treiben und Leben am Münchner Odeonsplatz und auf der rechten Seite dieses Bildes ein tristes Haus, wenn ich mich recht erinnere, aus Oberfranken. Und ich sage mir dann immer, was soll uns eigentlich sowas vermitteln? Selbst die SPD hat mittlerweile aufgegeben, die bayerischen Sozialdemokraten haben mittlerweile aufgegeben, Bayern schlecht zu reden, weil sie gemerkt haben, dass dies den Stolz der Bayern verletzt. Es ist ja die Leistung der Menschen in diesem Lande, dass wir eine Top-Region geworden sind und dass sie mit einer solchen Politik der Beschimpfung Bayerns auch das Land spalten. Selbst die bayerischen Sozialdemokraten haben es mittlerweile begriffen, dass dies keine Strategie sein kann. Und deshalb, meine Damen und Herren, werde ich immer und jeden Tag dagegen kämpfen, dass dann andere Kräfte so tun, als sei Bayern ein gespaltenes Land und dabei offensichtlich völlig aus dem Blick verlieren, dass sie damit den Stolz unserer Bevölkerung verletzen und auch das Land selbst spalten. Auch Überschriften können ein Land spalten. Ein tristes Haus, meine Damen und Herren, kann ich fotografisch jeden Tag in einem Teil Münchens oder in meiner Heimat Landkreis Eichstätt oder in der Stadt Ingolstadt fotografieren und es gegenüberstellen gegenüber einer schönen italienisch anmutenden Cafeteria. Meine Damen und Herren, das ist keine Art und Weise, Bayern zu beurteilen und zu bewerten. Also, meine Damen und Herren, ich möchte noch mal sagen, mit schwachen Kommunen ist kein Staat zu machen und ohne starke Kommunen gäbe es auch kein starkes Bayern. Das muss man sich immer, darüber muss man sich immer im Klaren sein. Es wäre völlig aussichtslos, von München aus ein starkes Bayern organisieren zu wollen, wenn man nicht unsere Regionen in allen Teilen und alle Kommunen hier mit einbeziehen würde. Es gibt ohne starke Kommunen kein blühendes und starkes Bayern. Und deshalb nehmen wir diese kommunale Ebene so wichtig. Ich selbst komme aus der kommunalpolitischen Familie. Ich habe nie vergessen, woher ich komme. Und es war eine gute Schule fürs politische Leben. Und ich möchte jetzt das, was wir erreicht haben in den letzten 5 Jahren gemeinsam und das, was wir anstreben, sozusagen in einem Mix in der gebotenen Kürze Ihnen darstellen, wobei ich schon noch darauf hinweisen möchte, dass diese Zielsetzungen, die ich beschrieben habe, unsere Grundüberzeugungen, bei uns nicht erst zum Leben erweckt werden, wenn Wahlkämpfe nahen, sondern dass das eigentlich ständiges Programm zwischen den Wahltagen ist. Ich glaube, wir sind die einzige Partei in Bayern, bei der auf allen politischen Ebenen diese Grundüberzeugung über die Bedeutung der kommunalen Ebene gelebt und praktiziert wird. In Brüssel, in Berlin und in München. Und zwar ständig zwischen den Wahltagen. Ich komme gleich drauf, unsere Erfolgsbilanz ist grandios. Wir sind die einzige Partei, wo dies partnerschaftlich erfolgt. Wir haben uns nie beteiligt an dieser Diskussion Stadt gegen Land oder Ost gegen West oder Süd gegen Nord, sondern wir haben immer gesagt, wir sehen Kommunalpolitik und die Unterstützung der Regionen partnerschaftlich
nicht so Art im Klassenkampf, sondern partnerschaftlich Stadt und Land Hand in Hand. Und ich glaube, das ist die große Stärke der CSU, dass wir diesen partnerschaftlichen Gedanken, nicht die Menschen gegeneinander in Stellung zu bringen, sondern zu begreifen, dass man das nur miteinander gut lösen kann, dass dies unsere Politik auch bestimmt. Und wir haben riesige Erfolge. Manchmal lese ich dann anschließend, der stellt sich da vorne hin und dann redet er über Erfolge. Und ich kann mich nicht entschuldigen dafür, dass ich Erfolge zu verkündigen habe. Die sind nachprüfbar. Und die Erfolge sind uns nicht zugefallen, das wissen Sie alle, sondern die Erfolge sind ganz hart erarbeitet worden. Und zwar in einer ständigen Bemühung über Jahre hinweg, durch unsere Vorgänger, genauso wie jetzt in den letzten 5 Jahren, auf allen Ebenen. Und wenn ich da jetzt mal die Bundesebene, soweit sie für die Kommunen von Bedeutung ist, nochmal in Erinnerung rufe, nicht, weil man sich ständig über Pokale, die man errungen hat, freuen sollte, sondern ich will das tun, um Ihnen zu vermitteln, dass sich Anstrengungen lohnen. Dass das, was wir an Arbeit unternommen haben in den letzten Jahren, durchaus sehr positive Wirkungen gezeitigt hat. Dass also auch für die Zukunft sich Anstrengungen lohnt. Und das soll dann gleichzeitig eine Motivation sein. Erfolg motiviert und Erfolg legitimiert. Erfolg motiviert, weil man sieht, jawohl, es lohnt sich, wenn wir miteinander reden, miteinander überlegen, was können wir tun, und es dann auch durchsetzt. Und Erfolg legitimiert, weil wir durch diesen Erfolg, auf den wir verweisen, auch legitimiert sind, zu sagen, wir sind eine kommunalfreundliche Partei, die kommunalfreundlichste schlechthin. Und wir stehen nicht erst auf, wenn wieder Wahlen nahen, sondern bei uns ist es ein permanenter Prozess. Und wenn Sie jetzt schauen auf die Dinge, die wir in Berlin erreicht haben, beginnend bei der Bundestagswahl 2009 bis heute, wir haben Ihnen versprochen, dass wir die Bemühungen von anderen politischen Kräften, die Gewerbesteuer abzuschaffen, dass wir das verhindern werden. Ich kann heute Vollzugmeldung melden, wir haben es verhindert, die Gewerbesteuer bleibt. Wir haben verkündet, dass wir die Grundsicherung aus der Finanzverantwortung der Kommunen herauslösen, weil es ein großer Fehler von Schröder und Fischer war, die Grundsicherung für Erwerbsunfähige und Ältere den Kommunen zu übertragen in der Finanzierung, mit der Folge, dass die Kommunen bei der steigenden Lebenserwartung der Zukunft zum Ersatzrentenversicherungsträger der Bundesrepublik Deutschland geworden wären. Es geht immerhin heute schon um eine Größenordnung von 4 Milliarden mit steigender Tendenz. Ich kann Vollzug melden, wir haben die Grundsicherung herausgelöst. 2014 wird sie vom Bund vollständig getragen. Und das ist, meine Damen und Herren, keine Ankündigungspolitik, sondern eine Realisierungspolitik. Ich denke, das war der größte Durchbruch in den letzten Jahren. Wir haben jetzt gestern die schöne Nachricht bekommen, liebe Gerda, und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Das ist jetzt Realität. Sie wissen, unsere Krankenversicherung hat zweistellige Überschüsse, Milliardenüberschüsse. Und vor diesem Hintergrund haben wir als CSU schon auf dem Parteitag, die Landesgruppe schon auf ihrer Klausur in Greuth beschlossen, wenn die Kassen voll sind, dann wollen wir jetzt nicht in leichtfertiger Art und Weise neue Ausgaben kreieren, mit der Folge, dass sie dann vielleicht im nächsten Jahr wieder leer sind. Aber wenn 28 Milliarden Überschuss da sind, darf man schon mal überlegen, ob es nicht an der Zeit ist, dass unsere Krankenhäuser und damit auch unsere ländlichen Krankenhäuser im ländlichen Raum bei ihrer Finanznot eine spürbare zusätzliche finanzielle Unterstützung bekommen. Und ich kann heute sagen, auch wir haben ja als Staatsregierung einen Antrag im Bundesrat gestellt. Die Landesgruppe hat Wort gehalten, sie hat es durchgesetzt. Und seit gestern steht fest, dass die Krankenhäuser mit unterschiedlichen Maßnahmen, aber alle machen Sinn, ich habe es im Detail durchgelesen, annähernd 1 Milliarde zusätzlich für die Krankenhäuser zur Verfügung stellt. Und ich glaube, das ist jetzt einmal ein sehr guter und wichtiger Schritt,
dass es wir ernst meinen mit einer erstklassigen Versorgung medizinisch für alle und ernst meinen, dass wir auch eine dezentrale Krankenhauslandschaft in Bayern wollen und nicht riesige Entfernungen für unsere Bevölkerung, wenn es um Grundversorgung und Ähnliches geht. Ein großer, großer Erfolg. Was ich auch dem Bund zurechnen müsste, weil es normalerweise nicht unbedingt seine Aufgabe wäre, das ist die Unterstützung des Bundes für die Kindertagesstätten von weit über 5 Milliarden, nochmal nachgebessert in den letzten Monaten, um die Kinderbetreuung in ganz Deutschland zu verbessern. Wir reichen die vom Bund ausgereichten Gelder direkt weiter an die Kommunen. Und wir, meine Damen und Herren, legen auch noch ein ganzes Stück als Freistaat Bayern drauf. Das ist alleine eine Antwort auf diese immer wieder falsche Behauptung. Wir hätten ein Familienbild, das die Frau zurück zum Herd treiben möchte. Wir haben die höchste Erwerbstätigenquote der Frauen in Westdeutschland. Ich habe bei den Kitaplätzen mit 7% als Ministerpräsident in Bayern begonnen, 7% Angebot. Jetzt haben wir 45% erreicht und wir werden nächstes Jahr über 50% erreichen. Das ist der beste Gegenbeweis, dass wir sozusagen ein einseitiges Frauen- oder Familienbild hätten. Dahinter steht schlicht und einfach die Realisierung der Wahlfreiheit. Nicht der Staat und die Politik hat die jungen Familien zu bevormunden, wie sie ihr Leben gestalten, sondern ausschließlich die jungen Familien. Und die sollen die Wahlmöglichkeit zwischen Ganztagsschulen, Kitas und dem Betreuungsgeld haben. Eine Krankenschwester, die nachts arbeitet, der nutzen die Kita-Angebote relativ wenig. Die braucht eine Versorgung für ihr Kind, noch dazu, wenn sie vielleicht alleinerziehend ist. Und da ist das Betreuungsgeld eine gewaltige und große Hilfe. Das ist Ausdruck der Gerechtigkeit. Und ein ganz großer Programmpunkt, den wir erreicht haben, den wir vereinbart haben, sowohl die Bundesländer gegenüber der Bundesregierung, aber auch innerhalb der Union, CDU und CSU, und da war die Gerda und auch der Generalsekretär ist ja in diesen Runden immer dabei, mit tätig und haben das mit durchgesetzt. Das ist eine große Gesellschaftsreform, die wir brauchen und die einen direkten Zusammenhang zu ihrem Tun in der Kommunalpolitik hat. Das ist das Bundesleistungsgesetz, das wir in der nächsten Legislatur anstreben. Neben der Grundsicherung ist die Eingliederungshilfe für Behinderte bei steigender Lebenserwartung mit die größte Zukunftsherausforderung, die es zu bewältigen gibt. Und meine Damen und Herren, jenseits der Finanzierungsströme steht für mich im Mittelpunkt, dass es nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Wenn wir behinderte Mitbürgerinnen und Mitbürger oder Pflegebedürftige in der höchsten Pflegestufe sozusagen auf die Fürsorge verweisen und gleichzeitig Inklusion realisieren wollen. Ich sage Ihnen, die Eingliederungshilfe für Behinderte ist Anfang der 60er Jahre als Fürsorgeleistung in das Bundessozialhilfegesetz gekommen. Sie passt dort nicht mehr hin. Und deshalb muss dies eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe werden, dass wir unsere behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürger als Gesamtaufgabe unserer Gesellschaft, die aus Steuermitteln zu finanzieren ist, begreifen und nicht mehr abdrängen in Fürsorgeleistungen. Und das ist der Gegenstand des Bundesleistungsgesetzes, meine Damen und Herren. Das ist eine große Reform. Wobei ich nicht verschweige, dass es die schwierigsten Verhandlungen dann geben wird, wenn wir darüber reden müssen, wie verteilen wir dann künftig, wenn es ein Bundesleistungsgesetz gibt mit der Bundeszuständigkeit für die Eingliederungshilfe für Behinderte, wie verteilen wir dann die finanziellen Lasten zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Ihr dürft euch darauf verlassen, dass wir genauso hartnäckig wie in der Vergangenheit als Land Bayern die kommunalen Interessen bei diesen Verhandlungen mit erledigen. Ich möchte jetzt auch nicht prognostizieren, teilen wir das halbe halbe auf oder 30-30-30, also Drittel, Drittel, Drittel oder anders. Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn das Bundesleistungsgesetz kommt, ist es ein großer Fortschritt für die Behinderten und die Kommunen werden spürbar anschließend weniger bezahlen, als sie heute dafür zu bezahlen haben. Das sind alles schöne Dinge, meine Damen und Herren, die in den letzten
Jahren und in der Gegenwart geschaffen wurden, die sich herzeigen lassen. Das sind Erfolge, die sind uns nicht sozusagen präsentiert worden auf einem silbernen Tablett, sondern dafür mussten wir kämpfen. Und wir haben gekämpft, weil es aus der kommunalpolitischen Familie diese Forderungen gab. Wir haben euch gegenüber immer wieder die Zusagen gemacht, dies zu realisieren. Und wir haben es geschafft. Und darüber bin ich froh und das können wir vorzeigen. In Bayern können wir vorzeigen unseren kommunalen Finanzausgleich. 7,7 oder 7,8 Milliarden. Das ist schon eine Größenordnung. Wenn Sie noch gleichzeitig daran denken, dass wir einen Landesfinanzausgleich bezahlen, der bei 4 Milliarden liegt, einen Länderfinanzausgleich, dann wissen Sie, wir geben schon mal 12 Milliarden aus bei 48 Milliarden an Unterstützung für die Kommunen und für die anderen Länder. Während wir den kommunalen Finanzausgleich in Bayern für gut halten und eine gute Mischung zwischen Solidarität und Eigenverantwortung, können wir das beim Länderfinanzausgleich nicht sagen. Deshalb werden wir am Montag, die Bayerische Staatsregierung, der Markus und ich, die Klage gegen den Länderfinanzausgleich in Karlsruhe einreichen. Und meine Damen und Herren, ich rede da jetzt nicht noch 5 Jahre, 2 Jahre haben wir jetzt verhandelt, 2 Jahre wollten diejenigen, die das Geld bekommen, nicht ernstlich verhandeln, dass der Länderfinanzausgleich gerechter gestaltet wird. Und deshalb bleibt uns jetzt nur diese Notwehr, das Bundesverfassungsgericht anzurufen und gegen diesen Länderfinanzausgleich zu klagen. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Und wir haben den kommunalen Finanzausgleich auf einem hohen Niveau. Ich denke, Markus, dass wir übereinstimmen, dass wir das hohe Niveau auch halten wollen. Und ich werde durchaus, bin bereit, noch mal einem Gedanken näher zu treten, der fachlich umzusetzen nicht ganz einfach ist, aber der hier in Nürnberg schon mal eine Rolle gespielt hat, nämlich, dass nach meiner Auffassung es noch ein zu großes Gefälle gibt zwischen sehr, sehr starken Kommunen und dem, was sie aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten, und etwas schwächeren Kommunen, die unverhältnismäßig weniger bekommen gegenüber den starken. Und deshalb muss man mit den Kommunen in Bayern sich mal das genau anschauen. Das dauert auch eine Zeit, ob hier nicht ein Stück mehr Gerechtigkeit auch innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zwischen stark und schwach hergestellt werden kann. Das kann man nicht von heute auf morgen machen, aber ich möchte das als politisches Ziel hier platziert haben. Aber danke dem Finanzminister, der ja die Hauptverantwortung trägt für den kommunalen Finanzausgleich und dass es immer wieder gelungen ist, bisher diesen Ausgleich auch im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden herzustellen. Wir bereiten das auch sehr stark, lieber Kollege Rössle, Stefan, sehr stark mit euch vor, damit immer die Rückbindung an die Kommunen gegeben ist. Aber das lässt sich herzeigen und das ist gut. Wir sind gut unterwegs bei der Konversion. Da brauchen wir den Bund und da bin ich der Gerda sehr dankbar. Da haben wir vor kurzem, erst vor 14 Tagen in Berlin, nochmal unter meiner Leitung ein Gespräch geführt. Denn da ist noch ein Problem ungelöst. Wir sind sehr stark betroffen von dieser Bundeswehrreform in Bayern. Wir haben sie auch gewollt, auch die Abschaffung des Grundwehrdienstes gewollt. Das war nie ein Identitätsmerkmal der Union. Aber wenn man die Grundwehrdienstleistenden bei der neuen Aufgabe der Bundeswehr, die ja praktisch ausschließlich darin besteht, im Ausland eingesetzt zu werden, aber Grundwehrdienstleistende eben im Ausland nicht einsetzt, dann können sie auch den Grundwehrdienst nicht mehr rechtfertigen. Der erste junge Mensch, der vor das Verfassungsgericht ziehen würde, der bekäme Recht, denn sie können in die Grundfreiheiten eines jungen Menschen nur eingreifen, wenn sie auch begründen können, dass sie den Grundwehrdienst für die Erfüllung der Funktion der Bundeswehr brauchen. Wenn aber die Bundeswehr die neue Aufgabe hat, in internationalen Einsätzen zu sein, zu der wir aber nur Freiwillige heranziehen und nicht Verpflichtete, dann war das ein zwangsläufiger Weg. Aber wir sind strukturell groß betroffen in Bayern.
Und da haben viele Städte und Gemeinden ihr Problem. Manche haben weniger Probleme, die sagen, wir können die Grundstücke verwerten, wir kommen an die Grundstücke ran. Aber andere haben da strukturelle Probleme, wo wir sehr darauf achten. Dafür ist ja der Thomas Kreuzer federführend zuständig als Leiter der Staatskanzlei, wo wir sehr darauf achten, was können wir strukturell in der Landesentwicklungspolitik für diese Städte und Gemeinden tun. Wo es aber auch um die Frage geht, unter welchen Bedingungen kommt man an diese Grundstücke als Kommune heran. Nun sagt der Bund immer bisher, Bund heißt in dem Fall das Bundesfinanzministerium, wir geben euch ein Erstzugriffsrecht. Das kann da und dort helfen, wenn man in einer guten Situation ist, wenn man die Grundstücke gleich wieder verwerten kann, wenn man sie einer Zukunftsnutzung zuführen kann. Aber wir brauchen auch noch ein zweites Instrument neben dem Erstzugriffsrecht, dass man diese Grundstücke an Kommunen verbilligt abgeben kann, damit die Entwicklung der Kommune nicht behindert wird. Und dann kann man ja einen Besserungsschein mit vereinbaren, wenn die Kommune wieder erwarten, ein Geschäftel macht durch die Überplanung und durch die Nutzung des Grundstückes für die Zukunft, dass dann auch der Bund an diesem Geschäft, also an dem Mehrertrag beteiligt wird. Das wäre aus meiner Sicht, was den Erwerb der Grundstücke betrifft, ein ganz wichtiger Beitrag. Ich habe jetzt gehört, Gerda, von dir, dass sich der Haushaltsausschuss mit der Frage schon beschäftigt hat, dass er sich in seiner ersten Sitzung nach der Osterpause noch einmal damit beschäftigt. Und ich will jetzt nicht schon endgültige Zusagen machen, aber ich glaube, man kann sagen, es ist auf einem guten Weg, dass wir hier den Kommunen, die besonders betroffen sind, das gilt auch für amerikanische Einheiten und wie in Bamberg, wo mir dies sehr stark vorgetragen wurde, dass wir hier einen Schritt weiterkommen, wenn die Kommunen jetzt dann planen, wie geht es weiter, wenn einmal die Bundeswehr oder die amerikanischen Streitkräfte abgezogen ist. Also die Konversion ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Dann, liebe Freunde, was die Energiewende betrifft, möchte ich auch noch einen Satz sagen. Ich glaube, die Energiewende kann nicht gelingen ohne die Kommunen. Und das heißt Landkreise, Städte und Gemeinden. Und wir sind in Bayern gut unterwegs, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Und ich bin froh, dass wir uns am Donnerstag in Berlin verständigt haben, alle 16 Ministerpräsidenten, was auch schon die Auffassung der Landesgruppe war, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien bei der Neustrukturierung des Energieeinspeisegesetzes nicht in den Bestand eingreifen. Also es muss niemand befürchten, das könnt ihr auch euren Firmen, euren Menschen, die da planen und die überlegen, sagen, es wird keinen Eingriff geben, wo die Rechtspositionen, die Vergütungen, die heute im Gesetz stehen, nachträglich für den Bestand verändert werden. Und wir haben unter Bestand, das habe ich noch selbst hineinformuliert, auch das betrachtet, was immer den Vertrauensschutz und den Bestandsschutz berührt hat, wenn das Gesetz geändert wurde, nämlich dass wir gesagt haben, auch das, was schon bestellt ist, wo man schon geplant hat, wo man schon Finanzverpflichtungen eingegangen ist, vertragliche Verpflichtungen eingegangen ist, aber noch nicht aufgestellt hat, sollte das Gesetz in der Zukunft geändert werden, dass auch diese Fallkategorien unter den Vertrauensschutz und unter den Bestandsschutz fallen. Wir können nicht einerseits sagen, wir sind für den Ausbau der erneuerbaren Energien und dann rückwirkend in die Bedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien eingreifen. Das wäre ein schwerer Vertrauensverlust für den Staat und den dürfen wir nicht machen. Sodass ich heute sagen möchte, wir bleiben mit der Bundesregierung weiter im Gespräch. Klar ist, es wird nicht in den Bestand eingegriffen. Klar ist, wir brauchen eine grundlegende strukturelle Reform des Energieeinspeisegesetzes. Das wird aber in dieser Legislatur nicht mehr geschehen. Und ja, das ganz sicher nicht mehr, dass man das EEG in seiner Struktur verändert. Das wird ganz sicher in dieser Legislatur nicht mehr geschehen. Und ob es gelingt, für Neuanlagen Veränderungen herbeizuführen, da möchte ich sagen, bin ich skeptisch, weil auch diese Veränderungen müssen so sein, dass die erneuerbaren Energien und ihre Zukunft nicht zerschlagen werden.
Und ich bin auch sehr skeptisch. Wir haben 113 Firmen in Bayern, die von der EEG-Umlage weitgehend befreit sind. Und zwar nicht, weil wir gerne Subventionen verteilen, sondern weil sie energieintensive Betriebe sind. Ich denke zum Beispiel an Glashersteller im ostbayerischen Raum. Und wenn wir die voll an der EEG-Umlage beteiligen, was für den einzelnen Betrieb sofort Millionen mehr Belastungen sind, zerstören wir industrielle Arbeitsplätze. Sodass ich im Kern nur einen Ansatz sehe, wenn man auf die Strompreise schaut, dass der Staat, der ja auch ein gewisser Profiteur des Ausbaus der erneuerbaren Energien über die Steuer ist, dass hier der Staat einfach durch eine Senkung der Stromsteuer da seinen Beitrag leisten muss, dass die Strompreise in Schach und Proportionen bleiben. Das ist unser Ansatz, den haben wir auch gemeinsam mit unserem Koalitionspartner in Bayern immer so vertreten. Wir werden ihn auch weiterhin vertreten. Wir wollen in Bayern eine autarke Versorgung. Ich halte überhaupt nichts davon, jetzt wieder die Zustände herzustellen, die Franz Josef Strauß abgestellt hat, dass wir damals aus dem Ruhrpott abhängig waren, mit einem Kohlepfennig zu entrichten war und ähnliches mehr, dass jetzt plötzlich Anlagen auf der Ostsee und Nordsee bestehen und dann die Leitungen nach Bayern geführt werden. Ich möchte aus vielen Gründen, aber insbesondere aus Gründen der Wertschöpfung in Bayern, und das hat was mit Ökonomie zu tun, ich möchte, dass wir die in Bayern erforderliche Energie auch in Bayern produzieren. Das gehört zu unserem Selbstverständnis. Dann haben wir auch die wirtschaftliche Wertschöpfung. Und da hängt sehr, sehr viel dran, meine Damen und Herren, die Erstinvestitionen, aber auch die Wartung der Anlagen durch unser Handwerk. Und deshalb bin ich ein großer Anhänger der dezentralen Energieversorgung. Und das geht nur mit euch, mit den Kommunen. Ich kann heute sagen, es wird gelingen, das Kraftwerk Irsching, das immer in der Diskussion ist, das wir für den Hintergrund brauchen, für die Grundlastfähigkeit zu erhalten. Das hat die Gerda und ich mit dem Bundeswirtschaftsminister auch am Donnerstag festgelegt, sodass auch die Befürchtung, dass das modernste Gaskraftwerk in der Welt jetzt deshalb, weil es so viel erneuerbare Energien gibt und das Gaskraftwerk nur für einige Stunden gebraucht wird im Hintergrund, das ist gelöst und das wird jetzt umgesetzt und damit sind wir da auf einem guten Pfad. Ich will noch ein Letztes zur Energiewende für Sie sagen. Liebe Freunde, die bayerische Bevölkerung sieht in der bayerischen Landschaft und Natur einen ganz hohen Wert. Also wenn Sie fragen, welche Begriffe in der Bevölkerung wirklich wichtig sind, ist es Heimat, ist es Landschaft, ist es Natur. Und deshalb können wir die Energiewende, soweit sie mit Investitionen verbunden ist, beispielsweise Windräder, so machen, dass wir nicht jeden Quadratmeter brauchen für Windräder, sage ich jetzt mal, und den gegen den Willen durchsetzen müssen. Wir haben genügend Möglichkeiten, es mit der Bevölkerung durchzusetzen und wir müssen nicht zwangsweise überall, auch in empfindlichen Räumen, das gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen. Ich bitte einfach, immer darauf zu achten, die Bevölkerung mit einzubeziehen. Und da mag es Kommunen geben, wo es einfach nicht machbar ist. Ich habe jetzt erst unterfränkische Kommunen bei mir gehabt, wo in der Tat um die Gemeinde herum, die waren sozusagen eingezingelt und umzingelt von Windrädern. Das ist aus deiner Heimat, Doro. Und wir haben uns dann vereinbart, das wollen wir wirklich nicht. Also wir müssen schon auch auf die Natur, auf die Landschaft, auf die Lebensqualität der Menschen achten. Wir sind jetzt keine Grünen, die sagen, wir sind für die Energiewende und immer wenn sie praktisch stattfindet, sind wir dagegen. Aber wir sind für eine vernünftige Güterabwägung, dass wir das immer mit der Bevölkerung umsetzen, mit ihr reden und dort, wo es möglich ist und auch die Windhäufigkeit ausreichend ist, es realisieren. Aber wir müssen jetzt nicht um das Gelingen der Energiewende wegen empfindlichste Landschaftsstriche für Windräder und Ähnliches nutzen. Das wollte ich Ihnen bei dieser Gelegenheit nur gesagt haben. Und ein Vorletztes, liebe Freunde, das geht um das Landesentwicklungsprogramm. Es ist ja erstaunlich, welche Bedeutung plötzlich dieses Programm bekommt. Meine Erfahrung, ich war mal Geschäftsführer eines regionalen Planungsverbandes
und habe bei meiner Verabschiedung in den Deutschen Bundestag 1980 gesagt, ich habe noch nie eine so unsinnige Tätigkeit bei so guter Bezahlung gemacht. Und deshalb weiß ich, um was es geht. Und ich kann euch sagen, das meiste, was in Bayern stattgefunden hat, stand nicht im Landesentwicklungsprogramm. Und das, was drin stand, wurde zum Teil nicht realisiert. Ich bin also von der Planungsgläubigkeit geheilt. Ich wollte eigentlich mit einem weißen Blatt Papier beginnen und sagen, wir machen ein Landesentwicklungsprogramm, ein weißes Blatt. Und dann schreiben wir nur rein, was unumgänglich ist. Man wird halt immer wieder im Leben überrascht. Diejenigen, insbesondere die Wirtschaftsverbände, die uns ansonsten immer auffordern, alles zu deregulieren und zu entbürokratisieren, haben die meisten Forderungen gestellt, was alles im Landesentwicklungsprogramm geregelt werden soll. Da braucht mir niemand mehr kommen von der Entbürokratisierung. Und jetzt die Anhörung im Landtag. Auch jetzt die Anhörung im Landtag hat gezeigt, die Verbände überbieten sich geradezu gegenseitig mit Vorschlägen, was noch alles rein soll. Wir schauen uns das in Ruhe an, Georg, das haben wir besprochen. Aber, liebe Freunde, es ist schon eigenartig, wie dieser Bacillus. Es ist Zukunft nur gewährleistet, wenn irgendwo etwas geschrieben steht, wie dieser Bacillus überall verbreitet ist, auch in Verbänden, wo man das zunächst nicht vermuten würde. Für mich ist bei der Landesentwicklung mit das Allerwichtigste die kommunale Zusammenarbeit. Dass man bei der Landesentwicklung und auch bei den zentralen Orten bereit ist. Ich will keine Gemeindegebietsreform wegen der Demografie, ich möchte auch keine Landkreisgebietsreform. Und nicht, weil wir nicht mutig sind, sondern weil ich glaube, wir Bayern waren nicht schlecht beraten, auch 1972 folgende, als wir die Gebietsreform nicht so groß und so umfassend gemacht haben wie andere Länder. Diese kleineren Einheiten haben für sich sehr, sehr viel Wert. Heute würde ich sogar dafür plädieren, das eine oder andere noch kleiner zu machen und überschaubarer, wenn es darum geht, Bürgersinn und Ehrenamt und Gemeinschaftsengagement zu erhalten. Und deshalb sollten wir jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, weil die Demografie auch Bayern ereilt, gar nicht so sehr in der Betrachtung der Gesamtbevölkerung, da werden wir etwa gleich bleiben, aber bei der Binnenwanderung innerhalb Bayerns, deshalb werden wir die Gemeinden, die immer kleiner werden oder Landkreise, die immer kleiner werden, da machen wir eine Reform. Das ist ausdrücklich nicht das Ziel der Bayerischen Staatsregierung. Wir müssen umgekehrt darüber nachdenken, ich komme gleich drauf, wie können wir die Bevölkerung und gerade die jungen Menschen in diesen Regionen halten und durch welche Maßnahmen. Also ich denke nicht an Gebietsreform, sondern ich denke, dass man in solchen Fällen dann, wenn es um die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde geht, durchaus zusammenarbeiten, besser kooperieren kann mit Nachbargemeinden. Das geschieht ja auch schon in etlichen Fällen. Und liebe Freunde, man kann auch bei den zentralen Orten des LEPs, darum habe ich das angesprochen, durchaus darüber nachdenken, wir müssen es jetzt tun, weil ich es schon in einigen Fällen zugesagt habe. Bei Großkundgebungen zum Beispiel am Berchinger Rossmarkt, dass Berching und Freistadt ein gemeinsames Mittelzentrum werden. Und wenn ich das zusage, müssen wir es auch dann machen im Landtag. Also wenn Sie noch zusagen wollen, melden Sie heute die Gemeinden. Und zwar deshalb, weil ich den Gedanken, der wieder in der kommunalen Familie entstanden ist, muss denn ein Ort alle zentralörtlichen Funktionen erfüllen? Oder können sich nicht zwei Orte diese zentralörtlichen Funktionen teilen? Also, dass man Doppelzentren hat, den halte ich, der kommt ja aus der kommunalen Familie, den halte ich für so interessant, dass das unsere Antwort ist auf die Veränderung der Demografie und nicht mehr Zentralisierung, liebe Freunde. Das wollte ich zum LEP sagen. Und dann schließlich noch ein Thema, das ich jetzt nur mit dem Fraktionsvorsitzenden besprechen konnte, aber ich denke, wir werden das realisieren. Wir haben in der vor uns liegen, also wir haben große Erfolge. Ich glaube, das kann im Ernst niemand bestreiten. Ich kenne in meiner fast 40-jährigen politischen Tätigkeit keine Epoche, wo so viel Positives für die Kommunen geschehen ist im Zusammenspiel zwischen Berlin und München wie in den zurückliegenden 4, 5 Jahren. Keine Epoche. Und ich sage noch einmal, dieser Erfolg sollte uns nicht nur mit motivieren, sondern er legitimiert uns auch zum Anwalt der Kommunen
Anwalt der Kommunen zu sein, auch für die Zukunft, weil Erfolg legitimiert auch für die Zukunft. Und da haben wir drei Dinge, die die nächsten Jahre bestimmen werden und wo wir Bayern schauen müssen, dass wir bei allem Erfolg uns fit machen fürs nächste Jahrzehnt. Du sagst es immer, Georg, du hast mir auch für Ostern wunderbare Lektüre zur Verfügung gestellt, was wir da an großen Wegweisungen, nicht an klein-klein, an Pipifax, so als Bayern formulieren. Und die großen Herausforderungen sind, ist eine dreifache, die Digitalisierung unseres Landes, die Demografie und der Wandel des Staates, der öffentlichen Hand hin zur Dienstleistung. Wir werden die nächsten 5 Jahre nutzen und alle drei Dinge, Digitalisierung, Dienstleistung und Demografie, sind ureigenste Aufgaben der Kommunen und sind zumindest ohne die Kommunen nicht zu schultern. Das gilt für die digitale Revolution. Wir wollen die nächsten 5 Jahre versuchen, diese riesige Herausforderung, die eigentlich eine Aufgabe des Bundes wäre und der Privatwirtschaft als Freistaat Bayern mit zu begleiten, dass sie alle erdenkliche Unterstützung bekommen. Das geht von der Infrastruktur mit schnellem Internet über die Fabrik bis hin zu den Schulen, wo die ganzen Materialien auch digitalisiert werden müssen und auf dieses System umgestellt werden müssen. Unser Ziel ist, diese digitale Revolution anzunehmen, sie mit zusätzlichen Mitteln auszustatten und am Ende dieser nächsten Legislaturperiode in der Welt an der Spitze zu stehen. Das geht nur mit euch. Und da werden wir auch im engen Schulterschluss zusammenarbeiten müssen. Das Zweite ist der Wandel der öffentlichen Verwaltung. Wir erleben ja jetzt schon seit einigen Jahren, dass die öffentliche Hand im Bereich der Dienstleistung immer mehr gefordert wird. Ich gehe jetzt mal auf den Freistaat Bayern. Wir müssen immer mehr ausgeben für die Bildung. Wir müssen immer mehr ausgeben für die Gesundheit, insbesondere Personal, und wir müssen immer mehr ausgeben für die Sicherheit. Wir haben 2000 Polizeibeamte eingestellt, 8000 Lehrer, 3000 Personal in den Universitäten, und die Pflege und gesundheitliche Versorgung unserer Bevölkerung ist auch sehr kostenintensiv. Das heißt, der Dienstleistungscharakter der öffentlichen Hand wird zunehmen, auch bei steigender Lebenserwartung, auch als Antwort auf die Demografie. Aber wenn uns die Personalkosten nicht über den Kopf wachsen wollen, müssen wir bei der Kern- oder bei der allgemeinen inneren Verwaltung mal hinschauen, was können wir hier verändern. Und zwar nicht im Sinne von Leistungsverdichtung, sondern im Sinne von Aufgabenabbau und im Sinne von Dezentralisierung von Aufgaben, weil wir auch in Bayern in dieser Beziehung ein Stück starker Zentralisierung haben. Ich habe da viel im Kopf, was die Deregulierung, die Dezentralisierung angeht, weil wir sonst auf der anderen Seite die Dienstleistungsfunktion der öffentlichen Hand in dem Umfang, wie sie die Bevölkerung von uns erwartet, auf Dauer nicht durchstehen können. Wir haben heute schon, Markus, 500.000 Menschen, die der Freistaat Bayern entweder beschäftigt oder die Pensionäre sind. 500.000. Und die Pensionslast ist auch für die Zukunft nicht zu unterschätzen. Jeden Menschen, den wir in den öffentlichen Dienst, mache ich fast keinen Unterschied, jedenfalls als Beamten einstellen, wissen wir, dass uns der 50, 60 Jahre bindet finanziell. 500.000. Jetzt wird ja niemand im Ernst sagen wollen, wir können in der Bildung den größten Schatz, den wir der Jugend mitzugeben haben, Personal abbauen. Im Gegenteil, wir haben aufgebaut. Wir können auch nicht die Sicherheit der Bevölkerung vernachlässigen. Und wir können auch die praktizierte Nächstenliebe in der Pflege, in der Kinderbetreuung sozusagen nicht zurückfahren, sodass die Dienstleistung zunehmen wird, die allgemeine innere Verwaltung müssen wir deshalb schlanker machen. Und es geht nicht, indem wir den Beschäftigten sagen, jetzt arbeitet doppelt, weil wir das Personal halbieren, sondern wir müssen schon überlegen, welche Aufgaben können wir abbauen und welche Aufgaben können wir aus der Zentralität, die per se immer mehr Bürokratie erfordert, in die Dezentralität verlagern. Da sind wir im Gespräch mit den Landräten, mit den Städten. Da ist vieles möglich. Und jetzt weiß ich, wenn Sie hören, Entbürokratisierung, Dezentralisierung, ich rede jetzt nur über Bayern, weil ich nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen will, Berlin und Brüssel,
wenn wir selbst in dieser Frage verwalten oder gestalten, und ich möchte weniger verwalten und mehr Gestaltungsspielräume für Sie und in Bayern, wenn wir unsere eigenen Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und deshalb möchte ich, dass wir in Bayern diese Frage, welche Aufgaben können wir von oben herunter verlagern, mit der Folge auch der größeren Bürgernähe, der höheren Effizienz, und welche Aufgaben können wir schlicht und einfach mal entfallen lassen. Ich meine, der Markus hat jetzt vor kurzem mal einfach mal das alles geschreddert, was in der Praxis keine Rolle mehr gespielt hat. Da kann man jetzt ja sagen, ja, aber es ist ja mal schon Anfang, wenn man mal das alles verschwinden lässt, bevor wieder jemand draufkommt, dass man einen Erlass wieder anwenden könnte. Also ich will diese beiden Aufgaben, also die Digitalisierung ist eine riesige Aufgabe, die ist mehr die wirtschaftspolitische Seite, die ökonomische Seite. Und die Dezentralisierung und die Deregulierung ist eine Verschlankung des Staates, eine andere Funktion für den Staat, auch die Verwirklichung unseres Violinschlüssels Subsidiarität. Wir haben ja immer nach dem Motto gehandelt, jedenfalls in der Theorie, man soll einer größeren Einheit nichts übertragen, was eine kleinere genauso gut erledigen kann. Und ich finde, wir sollten diesen Subsidiaritätsgedanken jetzt auch mit allem Nachdruck realisieren, und zwar nicht, indem wir Forderungen an andere stellen, sondern indem wir das in Bayern für ganz Deutschland vormachen. Und deshalb werde ich in der nächsten Legislatur einen Staatsminister oder eine Staatsministerin bestellen, die ausschließlich die Zuständigkeit der Deregulierung und der Dezentralisierung in Bayern hat, ausschließlich die Zuständigkeit hat, sich um dieses Thema zu kümmern. Und da werde ich diesmal nicht Roland Berger und wie sie alle heißen, Ernst & Young und diese schönen Gruppierungen, die das wunderbar theoretisch alles verstehen, sondern das sage ich Ihnen zu, und Sie wissen, das mache ich dann auch, dass dieser Staatsminister sich die Ratschläge von den Leuten der Praxis einholt, von den Bürgermeistern, die jeden Tag damit zu tun haben. Denn, liebe Freunde, das Gegenstück zur Globalisierung ist die Heimat. Und das Gegenstück zur Weltoffenheit, die auch zu Bayern gehört, ist wiederum die Heimat. Und deshalb habe ich jetzt mal als Arbeitstitel für diesen Minister oder für diese Ministerin gesagt, die Heimatliebe beginnt in der Heimatgemeinde. Und ihr diskutiert ja anschließend über den ländlichen Raum. Ich würde das einmal als Heimat definieren. Und im Gegensatz zum Zentralismus ist die Selbstverwaltung das Gegenstück, auch die kommunale Selbstverwaltung. Und deshalb wird, wenn es nach mir geht, ich brauche dazu die Zustimmung des Landtages, deshalb habe ich den Fraktionsvorsitzenden gefragt heute, ich bin ja artig und ehrfürchtig und kündige nichts an, was nicht geht. Das wird ein Staatsminister für Heimat und Selbstverwaltung. Das wird ein Staatsminister für Heimat und Selbstverwaltung, der drückt dann eine CSU-Philosophie aus. Der ländliche Raum ist für uns die Heimat und wir wollen dieser Heimat mehr Rechte geben, dass sie sich selbst verwaltet. Und ich glaube, das ist ein guter philosophischer und organisatorischer Ansatz, den ich mit aller Konsequenz vertreten werde, ein Minister, der sich nur darum kümmert, um die Heimat und um die Selbstverwaltung der Heimat durch die Gemeinden. Das wollte ich gesagt haben zu Bayern. Ich will noch ein Wort verlieren zu Europa. In Europa herrscht das Geschäftsmodell, was ist noch nicht geregelt. Ich bin jede Woche konfrontiert mit einem Thema, wo die Europäische Kommission sich nicht um die großen Dinge dieser Welt kümmert, zum Beispiel ein Freihandelsabkommen mit den Amerikanern, Europa und Amerika, sondern um Trinkwasser, Sparkassen, Duschköpfe, Glühbirnen, Schnupftabak und alkoholfrei 0,5. Ich kann nur sagen, wir als CSU, und das sage ich auch im Namen unserer Europaabgeordneten, werden diesem Geschäftsmodell erbittert Widerstand leisten. Wir wollen kein bürokratisches. Wir wollen kein bürokratisches, zentralistisches Europa, sondern ein Europa der Regionen.
Und wisst ihr, wenn ich stundenlang mit unseren bayerischen Brauern darüber reden muss, ist jetzt zulässig ein Etikett mit alkoholfrei, wo aber eine Toleranzgrenze bis 0,5 besteht. Und selbst wenn Sie da mehrere Flaschen trinken, ist da nichts im Blut festzustellen. Aber es gibt wieder Leute, die sich das überlegen, ist das zulässig? Oder mit dem Schnupftabak oder mit den Duschköpfen oder mit dem Trinkwasser. Das ist ein öffentliches Gut und es gehört in öffentliche Hand und nicht privatisiert, liebe Freunde. Das ist meine Überzeugung. Und da müssen wir Widerstand leisten, und zwar ganz gewaltig. Und ich begrüße die Position der Landesgruppe, die sich auch in Greuth beschlossen hat. Die hat nämlich, geht dem Übel auf den Grund. Es ist ja völlig logisch, wenn es 27 Kommissare gibt, dass jeder Kommissar und jede Kommissarin überlegt, wie kann ich meine Bedeutung durch das Ausmaß der Regelungen, die ich veranlasst habe, unterstreichen. So ist es einfach unter Menschen. Und deshalb sagt die Landesgruppe, lasst uns doch die Zahl der Kommissare halbieren, dann halbieren wir diesen Ehrgeiz, sich selbst darzustellen und damit die Bürokratie. Das ist ein sehr guter, liebe Gerda. Das werden wir auch weiter verfolgen. Und das sollt ihr wissen, dass wir da bei Europa diese ganz klare Haltung haben und dass wir die auch weiter vertreten. Ich danke Stefan, dem Landesvorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung, seinem Vorstand, für seine vorzügliche Arbeit. Vielleicht darf ich hier auch mal sagen, dass wir die Bedeutung der Kommunalpolitischen Vereinigung auch dadurch unterstrichen haben in meiner Amtszeit, dass der Stefan beigezogen wird zu allen Sure-Fix-Sitzungen der CSU. Das ist, wo ich gemeinsam mit meinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern alle politischen Ebenen, die Vorsitzenden zusammenkommen, um in regelmäßigen Abfolgen sich abzusprechen, also Bund, Land, Kommunen und Europa. Und wir haben uns entschieden, dass auch wenn wir sagen, Kommunalpolitik ist wichtig und ich sage, es ist die Keimzelle unseres Staates, dass auch Ihr Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung dabei ist. Ich danke dir für deine vorzügliche Arbeit und das ist auch mal ein Sonderapplaus wert. Ich danke deinem ganzen Vorstand. Ich habe mich, meine Damen und Herren, bei Ihnen zu bedanken für Ihr Tun. Die ganze Qualität, die ganze Stärke Bayerns ergibt sich aus der Addition Ihrer Arbeit. Und Sie sind unsere wichtigsten Botschafter. Wissen Sie, was wir oft unterschätzen? Es ist alles schön, was Minister und Ministerpräsidenten und Abgeordnete in München oder Berlin leisten. Aber das, was täglich von Behörden und von Kommunalpolitikern gegenüber der Bevölkerung getan wird, ist die Visitenkarte des Staates und ist die Visitenkarte auch unserer CSU. Und wir könnten nicht so gut dastehen nach dem schlimmen Jahr 2008, wenn Ihre Arbeit nicht so hervorragend bewertet würde. Und deshalb auch bei Ihnen allen danke, was Sie so täglich für dieses Land, für Ihre Heimat tun. Ich weiß, das ist immer schwieriger geworden bei der Mündigkeit, bei der Aufgeklärtheit, bei der Tapferkeit der Bevölkerung. Es ist immer mit mehr Problemen verbunden, mit mehr Diskussionsbedarf, auch mit mehr Ärger. Und umso höher ist es zu bewerten, dass Sie in dieser Ebene der Kommunalpolitik so engagiert tätig sind. Ich danke euch ausdrücklich dafür. Vergelt's Gott. Und dass jetzt noch zwei Minister zu uns gestoßen sind, die weiß Gott auch was anderes zu tun hätten, nämlich der Bundesminister des Innern, der Hans-Peter Friedrich, und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, das ist auch hoch einzuschätzen und verdient auch Beifall. Und ich möchte auch beiden Ministern danken. Sie sind ja auch Kommunalminister für das, was Sie für unsere Kommunen tun. Bei dir auch deinem Staatssekretär Gerhard Eck, dem Unterfranken,
das ist schon gut, auch das Zusammenspiel, ich habe das schon genannt, im Finanzausgleich, wo der Markus die Federführung hat. Danke auch für diese Kommunalfreundlichkeit im täglichen Leben, dass die Apparate gelegentlich uns miteinander ärgern, das erfahren wir jede Woche, weil sie gerne halt auch ihre Tendenzen und ihre Überlegungen zum Tragen bringen möchten. Aber dafür haben wir politische Führung, dass das Ganze dann wieder so korrigiert wird, dass es verträglich ist für diejenigen, die es in der Praxis anzuwenden haben. Ich freue mich jetzt selbst auf die Diskussion, werde ihr auch zuhören unter der Leitung von der Doro. Euch nochmal danke insgesamt. Helft mit in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es darum geht, die Landtagswahl, die Bundestagswahl erfolgreich zu gestalten. Geht bitte davon aus, dass, was den 15. September angeht, ganz Deutschland auf Bayern schaut und dass diejenigen, die nicht von unserer politischen Wellenlänge sind, alles tun werden, um die Bastion Bayerns zu erobern, weil sie wissen, wenn Bayern fällt, ist der Weg nach Berlin offen. Aber liebe Freunde, Bayern wird nicht fallen. Dafür sind wir viel zu motiviert, haben wir eine viel zu gute Bilanz unseres Tuns und auch viel zu klare Zukunftsvorstellungen für unser Land. Helft also bitte mit. Alles Gute, Glück auf. Danke.